sehr sicheres Passwort. Und dann kam Finley dazu. Herr Aundes hat es nicht genau bestätigt. Aber er sagte, er erinnert sich an Stapel und an Urna und ein grelles Licht. Was denkst du, Karl? Ich denke, das passt zusammen. Ich habe meinen unfreiwilligen Urlaub genutzt, um mir ein paar Gedanken zu machen. Die ganze Sache hat mir von Anfang an nicht gefallen. Als erstes muss ich mich aber bei dir entschuldigen, Finley. Ich war mir nie sicher, ob du dir die Sache bei deinem Unfall eingebildet hast oder nicht. Aber inzwischen weiß ich, dass da was dran ist. Was schließen wir daraus? Dass wir tiefer rein müssen. Tiefer rein? Wisst ihr, ich bin nach Ingrid am nächsten in der Pflege im St. Ursula. Ich mache Dienstpläne, Verwaltung unser Lager und mache Bestelllisten. Worauf willst du hinaus? Wir müssen ins Dokumentenarchiv des Krankenhauses. Dort könnten wir herausfinden, warum wir in diesem Lager sind. Warum wir in dieser Lage sind. Du meinst, das große Lager im Untergeschoss? Kommt man denn so einfach da rein? Nein, das Lager ist immer abgeschlossen. Selbst ich habe da keinen Zugang. Aber ich habe eine Idee, wie wir da reinkommen. Dazu gehört aber eine perfekte Zusammenarbeit. Sache ist ein Siebel, wie eine kunstvolle Figur aus Kristallglas. Jeder Schritt muss gut überlegt sein. Wie ein meisterhaftes Schachspiel. Uff, du hast dir ja scheinbar echt was überlegt. Na klar, hehe. Also hört gut zu. Der Oleg Dendauer hat in seinem Büro alle Schlüssel für das Gebäude. So auch den Schlüssel für das Archiv. Den müssen wir uns schnappen. Und wie wollen wir das anstellen? Manchmal bleibt Gregor noch bis spät in die Nacht im Krankenhaus. Er scheint da in seinem Büro irgendwas nach Feierabend zu tun. Keine Ahnung, was es ist, aber er scheint viel Zeit da reinzustecken. Und während meiner vielen Nachtschichten ist mir etwas aufgefallen. Immer um exakt 1 Uhr morgens verlässt er sein Büro und macht sich auf den Weg zu Ingrid. Ja, langsamen Schrittes bahnt er sich seinen Weg. Schritt für Schritt. Meter für Meter. Immer sein Ziel vor Augen. Bis er endlich Ingrids Schreibtisch erreicht. Die beiden tratschen immer eine Weile. Dann holt sich Gregor einen Kaffee ab und geht zurück zu seinem Büro. Wisst ihr was? Bei diesen kleinen Spaziergängen verschließt er sein Büro nicht. Wir können also in der Zeit da rein. Finde, du wartest also so lange, bis Gregor sein Büro verlässt. Genau so. Dann steigst du ein und suchst den Archivschlüssel. Aber er hat doch bestimmt super viele Schlüssel. Das wird eine Weile dauern, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Gar kein Problem. Hier kommen Mia und ich ins Spiel. Ich habe gehört, dass du eine gute Schauspielerin bist. Was ich, Guten Abend, meine Lieben. Was soll die Verkleidung? Bin doch gerade beurlaubt.
Es ist besser, wenn ich im Moment nichts im Krankenhaus zu erkennen gebe. Ich will noch mehr Ärger. Ich will nicht noch mehr Ärger. Verstehe. Also, gut, also, wo war ich? Ahem. Bitte schenkt mir keine Beachtung. Ich bin nur ein altes, zerbrechliches Öhmchen. Nur hier, um ihren Sohnemann zu besuchen. Dann mache ich mich mal auf den Weg zu ihm. Huch. Oh weh. Meine Hüfte. Dieser Schmerz. Aua, aua. Keine Sorge, ich eile. Genau so. Keine Sorge, ich bin eine kompetente Assistenzärztin. Ich bin hier, um dieser alten Dame zu helfen. Wie ich feststelle, ist sie ohne äußere Einwirkung schwer gestürzt. Und was soll das jetzt? Wenn du ein Kostüm bekommst, dann will ich auch eins. Ich spiele schließlich die Musikerin in der Not. Ja, meinetwegen. Ja, ich bin hergeeilt, um dieser verletzten Person zu helfen. Das sieht übel aus. Sie da mit dem Besen. Was ich? Sie sehen kräftig aus. Bitte Sie, helfen Sie mir, die alte Dame zu schützen. Was soll das Theater? Das ist kein Theater, bitte helfen Sie mir. Ich muss sicher gehen, dass die Person sich keine schlimmere Verletzung zugezogen hat. Ja gut. Dann, schon gehört der Schlüssel und hehe. Der perfekte Plan. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun: ins Untergeschoss und dann das Dokumentenarchiv. Das sollen wir jetzt gleich ausführen oder was? Das war jetzt die Planung. Ja, und unauffällige Kleidung, die wir hier tragen. Gute Arbeit, Team. Jetzt wird eingebrochen. Bevor wir da reingehen, was genau suchen wir eigentlich? Das weiß ich noch gar nicht. Aber sobald wir es sehen, werden wir es wissen. Moment mal. Die Tür war ja schon offen. Was? Das kann nicht sein. Die Tür ist immer abgeschlossen. Mag sein, aber heute scheinbar nicht. Vielleicht. Vielleicht hattest du recht, Karl. Lass uns nachsehen. Oh, war ja. Hier war vor kurzem jemand drin. Woher weißt du das? Die Staubschicht ist nicht so dick wie sonst. Ich war zwar schon ewig nicht mehr hier, aber irgendwas fühlt sich anders an. So als hätte jemand die Energie des Raums gestört. Wirst du jetzt esoterisch? Mach dich nicht lustig, ich spüre so etwas. Schaut euch lieber um. Vielleicht finden wir etwas Auffälliges. In Filmen sind solche Archive voller Geheimnisse und Schätze. Scheinbar sind sie aber auch voller Langeweile. Detective, finden die ermittelt. Krankenakten, Arztbriefe, Studien, Laborergebnisse. Einige dieser Dokumente sind älter als meine Eltern. Hier sind bestimmt eine Menge spannender Geschichten versteckt. Okay, wo finden wir hier was? Irgendwelche Hinweise?
Schau mal hier oben. Finny, komm da runter. Brichst dir noch den Hals. Mir hat recht, diese Kartons haben es doch auf dich abgesehen. Wie bist du da hochgekommen? Ist doch egal. Hier oben hat jemand Ordner als aus den Regalen genommen. Es ist noch ein Abdruck im Staub zu sehen. Sieht ganz deutlich danach aus, dass hier eigentlich etwas stehen sollte. Was? Zeig mal her. Ja, das ist allerdings auffällig. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber auch dieses Archiv hat ein System. Und hier fehlt eindeutig etwas. An dieser Stelle müssten eigentlich Belege und Abrechnungen von mindestens 7 Jahren stehen. Du hattest recht, Karl. Bist du etwa überrascht? Du sollst dich doch inzwischen daran gewöhnt haben. Meint ihr, das hat etwas zu bedeuten? Ich denke ja. Vor allem müssten sie alle zu einem gewissen Zeitraum gehören. Alles Dokumente, die potenziell mit den Krankenkassen kommuniziert werden. Solche Dokumente verschwinden nicht einfach. Sie können ihren Ort gewechselt haben, weil sie noch gebraucht werden. Zum Beispiel im 5. Stock in einem alten Krankenhausbett. Das muss passen. Jemand muss darüber Bescheid wissen. Dr. Theobald vielleicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Er wurde schon eine Weile nicht mehr gesehen. Sollten wir zur Polizei gehen? Draußen ist jemand. Wir sollten schnell hier raus. Einverstanden. Oh weia. Ich darf so entdeckt werden. Beim Einbruch. Oh weia. Was macht ihr denn da? Karl, bist du das? Sandra, wir sind gerade auf etwas gestoßen. Hast du Dr. Theobald gesehen? Wir müssen ihn dringend sprechen. Nicht die kleinste Spur vom Chef. Ich muss zum HLG Blutergebnis abholen. Ist ja nicht so, als hätten wir noch mehr Leute, die eigentlich auf unserer Station arbeiten. Aber macht es euch lieber gemütlich. Die Gruppe draußen ist ziemlich angewachsen. Ich würde jedenfalls jetzt lieber nicht einfach in den Feierabend gehen. Kann ich auch gar nicht. Es gibt viel zu tun. Die Stationen sind gerade gut voll. Also schaut mal zu. Sandra hat recht. Finde, wir sollten auf der Station unterstützen. Die verschwundenen Dokumente? Das kann bestimmt warten. Wir sollten Gregor seinen Schlüssel zurückgeben und dann oben helfen. Einverstanden. Aber wir gehen in die dritte. In die 5. Etage. Schauen da mal nach. Ich kann zu Fuß nicht gehen. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Das war Ingrid. Lass uns nachsehen. Es geht hier vor sich. Oh nein. Wieder mit dem Sankt Ursula, mit dem Ursula. Das ist noch so ein Pfuscher. Greif, du Knalltüte. Verzieh dich. Ihr dürft nicht einfach so in dieses Gebäude. Das Gebäude betreten. Bitte. Lassen Sie uns doch unsere Arbeit machen. Sie machen nicht nur einen ungeheuren Lärm. Sie versperren auch noch den Haupteingang. Und wir können so keine neuen Leute mehr aufnehmen. Bitte gehen Sie. Ha! Das sind also nur dumme Vorwände. Wer will uns denn verbieten? Wer will uns das denn verbieten? Du etwa? Unser Patrick hier hat ein großes Leiden. Genau, aua, aua. Das ist doch die Höhe. Nicht nur, dass ihr ihn bei seiner Armverletzung vor Jahren für den Rest seines Lebens abgebettet habt. Der kleine Giftzwerg da vorne hat ihn und mich vor gar nicht allzu langer Zeit mutwillig attackiert. Patrick hat sich bis heute nicht davon erholt. Von dem psychischen Traum ganz zu schweigen, was wir beide davon getragen haben. Macht euch nicht lächerlich. Aua, meine Arme.
Seht ihr, wir haben allen Grund und gutes Recht hier zu sein. Wir gehen hier nicht weg, bevor wir Antworten bekommen. Chefarzt jetzt! Aber war Dr. Theobald nicht hier? Er hat mir versichert, dass... Natürlich war er nicht hier. Als wenn der seinen fetten Arsch aus seinem Sessel bequemen würde. Hört doch mal für einen Moment zu. Wenn er nicht kommt, dann gehen wir eben zu ihm. Genau. Und wisst ihr noch was? Lass mich durch, verdammt! Hilfe, schnell! Was geht denn hier vor sich? René, was ist los? Die Person stand gerade neben mir in der Gruppe. Das kippt sie einfach um. Ich konnte sie gerade noch stützen. Er sieht sehr schlecht aus. Wir sollten ihn auf die Station bringen. Ist ja mal wieder typisch. Nächste arme Seele, die ihr ausnehmen könnt. Finny, pack mal bitte mit an. Was ist mit Dr. Theobald? Versuche herauszufinden, wo er steckt. Und ich versuche mehr über die fehlenden Dokumente zu erfahren. Wir sprechen uns später. Alles da. Lass mich durch, die Tage wie Teilklümmel. Das läuft nie verkehrt. Der Patient ist in einem sehr schlechten Zustand. Gut, dass Sie ihn hergebracht habt. Können Sie sagen, was ihm fehlt? Ich werde mich dem Ganzen annehmen. Bitte gebt mir etwas Zeit. Ja, Finney, bitte übernimmt die Station. Es gibt nach wie vor viel zu tun. Und das hier macht es nicht besser. Klar, wir kümmern uns. Ich möchte auch helfen. Gut. Fragen Sie auf den anderen Stationen, ob noch jemand unterstützen kann. Wird gemacht. Okay, wen haben wir denn hier? Brauchen Sie denn hier keine Hilfe? Erstmal brauche ich nur Zeit. Sie helfen mir am meisten, wenn Sie sich eigenständig um die Situation kümmern. Sehen Sie nach, wenn du Ihre Arbeit nicht so intensiv verfolgen kann. Sehen Sie mir nach, wenn ich Ihre Arbeit nicht so intensiv verfolgen kann. Mir und Sie sind inzwischen schon eine Weile hier. Zeigen Sie mir, dass Sie Ihnen Ihren Situationen, dass ich Ihnen unsere Situation anvertrauen kann. So, auf geht's. In den P-Räumen. Hallöchen. Guten Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Sie haben nach einer Verletzung am Bauch mit einer Entzündung zu kämpfen, korrekt? Dann wollen wir uns das mal ansehen. Oh je. Wo ist das P? Das Tattoo-Knüpfe finden. Wenn wir die auch auf der falschen Zeit liegen. Na, verdammt. Es ist eine Entzündung wie aus dem Bilderbuch. Aber ich sehe, dass Sie alle wichtigen Impfungen haben. Wir müssen die Wunde gut kühlen. Den Bakterienbefall müssen wir mit Antibiotika behandeln. Alles klar. Ich halte mich erstmal so still wie möglich. Gute Idee und gute Besserung. Und wahrscheinlich sein Bruder im Nachbarzimmer. Und
Wie ich sehe, haben Sie eine Magen-Darm-Infektion. Das stimmt. Megan wurde gestern Abend eine Koloskopie durchgeführt. Richtig. Es gibt wohl bessere Arten, seine Feierabend zu verbringen, nicht? Sie sagen es. Na gut, ich schau mir das mal an. Ui, das Spiel. Auge. Zahn. Magen. Beim Kopf. Hier beide richtig. Zahn vielleicht richtig. Oh je. Hier vielleicht das Auge. Oh je. Der Fuß war also richtig oder der Zahn. Ach, nachdenken. Als ich den Zahn rausgenommen habe, war es nicht mehr. Der Zahn war schon richtig. Der Zahn vielleicht an der Stelle. Und dann einfach das Fuß und dann hier. Knochen vielleicht. Okay, Zahn ist richtig. Blut und Fuß. Okay, Blut ist wahrscheinlich richtig. Okay, lass uns nicht verkacken. Fuß vielleicht. Verdammt. Verzeihung, der Erkältung. Bei ihrer Spiegelung wurden keine ernstzunehmenden Auffälligkeiten entdeckt. Ihre Symptome weisen auf einen grippalen Infekt hin. Das ist gut, weil es behandelbar ist. Und sie werden nicht allzu lange daran zu knabbern haben. Und wir müssen ihre Elektrolyte und Wasserhaushalt wieder nach oben bringen. Und immer genug trinken, am besten Tee. In Ordnung. Apropos trinken. Prost. Na dann. Etwas stimmt hier nicht. Habe ich recht? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es fühlt sich so an. Die Demonstration unten ist immer noch im Gange. Sie ist sogar angewachsen. Ja, das habe ich mitbekommen. Und wir hatten einen Zusammenbruch. In der Belegschaft? Nein, ein Demonstrant ist auf einmal zu umgekippt. Dr. Gokowski arbeitet an einer Diagnose. Aber noch wissen wir nicht, was ihm fehlt. Wissen Sie, ich habe viele Jahrzehnte im Gesundheitswesen gearbeitet. In dieser Zeit gab es immer wieder Skandale, Streitgespräche und Kritik. Vor einiger Zeit gab es eine weitreichende Entscheidung vieler Krankenhäuser. Die Medizin wurde besser, die Leute wurden schneller gesund. Die Zeit, die eine kranke Person im Krankenhaus lag, hat sich in kürzester Zeit halbiert.
Dann schießt man auch das Pflegepersonal und die Hälfte zu reduzieren. Keine kluge Idee. Die Arbeit wurde aber nicht weniger. Es kam zu Überarbeitungen, Einsparungsmaßnahmen und so weiter. Man sieht die Auswirkungen dieser Entscheidung bis heute. Siehe denn ja die Menge des St. Ursulas ebenfalls. Was ich sagen will, ich kann Ihre Situation nachvollziehen. Ich würde mir gerne Ihre Werte ansehen. Aber natürlich. Okay, vielleicht kriegen wir das diesmal hin. Kopfzagen. Knochen. Oha. Das war ja schon sehr gut. Mal was probieren. Okay, Herz ist nicht mit dabei. Oh Gott. Was fehlt mir noch? Auge fehlt. Jetzt habe ich eins verschwindet. Magen. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Jetzt darf ich eigentlich nicht mehr spielen. Wir wissen aber, dass der Fuß nicht unbedingt richtig ist. Zahn vielleicht. Okay, eins an der richtigen Stelle. Ist eigentlich schon das noch zu schlecht. Zahn. Gut, hier und Kopf hier. Verdammt. Ich mache heute einen schlechten Job. Zahn muss dann hier sein. Hier vielleicht das Blut. Absolut nicht. Kann dann ja nur noch hier sein. Der Zahn kann nur noch hier sein. Blut kann nur noch hier sein. Das dritte ist dann rätselhaft. Na, fast. Blut war falsch. Ich traue mich fast nicht, Ihnen das zu sagen. Was denn? Geht es zu Ende mit mir? Im Gegenteil. Ihre Werte haben sich stark verbessert. Ich gebe zu, damit habe ich nicht gerechnet. Aber auch das gehört dazu. Manchmal kommt es ganz anders, als man denkt. Ruhen Sie sich noch eine Weile aus. Ich denke, Sie können bald nach Hause gehen. Wird gemacht. Ach, und noch was. Wenn ich helfen kann, möchte ich das tun. Das ist sehr nett von Ihnen. Wir sind hier als Patienten. Ihre einzige Aufgabe ist es, wieder gesund zu werden. Nun gut. Finny, kannst du mir mal unter die Arme greifen? Was ist denn los? Ich bin gerade fertig geworden mit meinen Aufgaben. Es ist wie Musik in meinen Ohren. Darf ich mal sehen? Wir sollten unsere Ergebnisse abgleichen, solange wir die Situation alleine handeln. Ja.
Das scheinen schwierige Fälle gewesen zu sein. Da muss ich dich trotzdem etwas bitten. Ich bin gerade etwas überfordert. Alle Betten sind belegt, ich komme nicht hinterher. Wir kriegen das schon hin. Ich muss kurz in die vierte hoch. Die haben dort auch Probleme. Wir rotieren gerade durch. Kannst du noch ein paar Leute übernehmen? Klar, ich bleibe noch. Danke, ich bin gleich wieder da. Over, ja. Sehr viel Action hier. Die 301. Ich mache aber eine kurze Pause.